Das Baby da. RTL-Moderatorin Sandra Kuhn ist Mama geworden. Da freut sich die gesamte TV-Familie. Explosiv-Moderatorin Sandra Kuhn, 36, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Dabei erfuhr die Öffentlichkeit doch erst vor kurzem von dem süßen Babygeheimnis. Erst im sechsten Monat verkündete die Blonde bei Auti, ich werde Mama. Gemeinsam mit Ehemann Christoph freute sie sich auf die baldige Ankunft eines Mädchens. Ihre Kleine erblickte gestern das Licht der Welt und hat sogar schon einen Namen. Den Vornamen verriet die stolze Mama via Instagram. Dort veröffentlichte Sandra ein Foto, auf dem der Körper ihres Minimes zu sehen ist. Darauf thront das Namensband des Säuglings. Kuhn, Lenny, steht darauf, außerdem das Geburtsdatum und die Uhrzeit. Die Kleine kam um 2.33 Uhr zur Welt. Zu dem Pic stellte Sandra eine ganz emotionale Frage, und wohin jetzt mit so viel Liebe? Kollegin Angela Fingererben, 38, freute sich mit den frisch gebackenen Eltern und kommentierte sofort, so toll. Glückwunsch den stolzen Eltern. Willkommen Lenny. Auch NTV-Moderatorin ließ sich diese Gelegenheit zum Gratulieren nicht entgehen, wie schön. Alles, alles Liebe. Mama sein ist das Wundervollste auf der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Punkt.